etwas vorsichtiger beim nächsten Mal. Keine Überraschungsangriffe mehr. Gut. Captain Rigel ist am Holo. Er möchte mit euch reden. Ich habe euch um eine Sache gebeten und ihr habt euch wahrlich selbst übertroffen. Wenn das hier erledigt ist, kriegen wir alle einen Orden. Man munkelt, dass der ehemalige balmoranische Verteidigungsminister Vol Argen nach Balmora kommt. Er spielt uns direkt in die Hände. Ich hoffe, er taucht auf. Dann bringe ich ihn um. Das hoffe ich auch. Nun, da die Wildnis wieder sicher ist, sind wir bereit für den letzten Angriff. Colonel Vrain, Leiter des Imperialen Gebietssicherungskorps, ist hier, um die Mission zu beaufsichtigen. Er ist beim Sundari-Außenposten in Angriffsreichweite des Hauptstützpunkts des Widerstands. Jetzt oder nie.
nur ein bisschen konzentrieren. Nicht nur zur Zierde da. Ah!
Oh Mann. Ich glaube, der giftige Schleim, der hier alles überzieht, ist noch unsere geringste Sorge. Hierher zu kommen war keine gute Idee.
Jäger, ihr seid der Söldner, von dem die ganze Armee spricht. Der balmoranische Gouverneur schickt mich, um euch zu finden. Er erwartet eure Anwesenheit bei seiner Kriegskonferenz. Priorität Alpha. Ich kann mich nicht daran erinnern, dem balmoranischen Gouverneur von meinen Plänen berichtet zu haben. Wenn das Imperium euch die Führung dieses Planeten übertragen hätte, würdet ihr auch beobachten, wer den Widerstand niedermetzelt. Der Rat der Sith hat einen Gesandten geschickt. Einen bedeutenden Sith-Lord, um sich persönlich über den Fortschritt der balmoranischen Besatzung zu informieren. Diese Konferenz bestimmt die nächsten Schritte der Bodenkampagne. Der Krieg wird sich hier entscheiden und der Gouverneur möchte eure fachmännische Einschätzung hören. Was wisst ihr über den Gesandten des Rats der Sith? Sith-Politik fällt nicht in mein Ressort. Ich habe gehört, dass es sich um einen Diener von Darth Maar handeln soll. Mehr weiß ich nicht. Freigabestufe Schwarz erteilt. Niemand wird euch Schwierigkeiten bereiten. Aber beeilt euch. Die Konferenz beginnt jeden Moment. Entschuldigt, wie lautet eure Sicherheitsstufe? Ich brauche jemanden für eine Bergungsmission. Die imperiale Sicherheit steht auf dem Spiel. Die Republik hat einen unserer Forschungsposten überfallen. Ein Schiff ist mit gestohlenen Plänen für ein brandneues Kampfläufermodell entkommen. Glücklicherweise konnten wir es abschießen. Ich brauche jemand Vertrauenswürdigen, um die Absturzstelle zu untersuchen und diese Pläne zurückzuholen. In meiner Branche lernt man schnell, Geheimnisse für sich zu behalten. Gut, gut. Der Geheimdienst läuft Sturm wegen dieser Sache. Das ist die Route zur Absturzstelle. Oh, wenn es irgendwelche Überlebende gibt, tötet sie. Bringt die Pläne zur Agentin Yanla. Sie wird sie in Sicherheit bringen. Danke. Euch zu treffen war ein echter Glücksfall. Wollt ihr euch die Munition ansehen? Für das Imperium. Thank you.
Jäger. Ihr habt bewiesen, dass ihr etwas Besseres seid als ein gewöhnlicher Söldner. Heute nimmt der balmoranische Widerstand, der von der Exilregierung unterstützt wird, seinen letzten erbärmlichen Atemzug. Das haben wir euch zu verdanken. Schon bald wird die Leiche des ehemaligen Verteidigungsministers Vol Argen unter der Erde erkalten. Ich hoffe, dass ihr euren Dank finanziell ausdrücken werdet. Vielleicht, falls ihr eure letzte Aufgabe erfüllt. Mit Hilfe der Republik hat der Widerstand sich in der balmoranischen Waffenfabrik einquartiert. Die Einrichtung ist gut befestigt, aber nicht unbezwingbar. Nicht, wenn wir eine so mächtige Patriotin wie euch auf unserer Seite haben. Ich erwarte eure Befehle. Wenn wir euch noch eine letzte Aufgabe im Namen des glorreichen Imperiums aufbürden dürften, wir müssen in die Fabrik eindringen, die Energie abstellen und die resultierende Panik nutzen, um die Sicherheit auszuschalten. Dann kann der Hauptangriff beginnen. Wir strömen ein und löschen den Widerstand aus. Und falls ihr Vol Argen begegnet, tötet ihn. Es wird so einfach sein, wie Kinder einzuschüchtern. Vielleicht. Dennoch solltet ihr nicht zu siegessicher an den Auftrag herangehen. Es heißt, die Republik unterstützt den Widerstand in der Fabrik. Diese Leute sind also gut ausgerüstet und ausgebildet. Für jeden anderen wäre das Selbstmord. Und ich käme nicht einmal auf die Idee, einen solchen Auftrag zu erteilen. Aber bei euch habe ich ein gutes Gefühl. Wisst ihr, was das Schlimmste ist, Gouverneur? Ich habe... Genau. Ihr habt euch nicht einmal eure eigenen Fehler eingestanden. Deswegen hat mir der Rat der Sith diesen Planeten übergeben. Bitte! Seht zu und genießt! Ich bin Darth Lakris und ich bin hier, um Balmora zu säubern. Man sagt, dass ihr zu den Besten gehört, Kopfgeldjäger. Euch für diese Unfähigen in Sobrig